Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Dawson 2 Kappa Mode. So, in der letzten Folge, also zwischen den Folgen, habe ich einiges getan. Und zwar die Dia-Truhe gefüllt mit allem, was wir für das Ritual brauchen. Plus String und Redstone, das habe ich mir jetzt auch mal angeschaut. Wir werden jetzt einfach mal hier eine Cardboard-Box rausnehmen. Das Ganze einmal mitnehmen und dann drüber gehen. Und ich bin ein Idiot. Ich habe noch etwas vergessen. Zum Glück haben wir ja hier drüben den Teleportpunkt. Genau, da. Weiß jetzt auch im Rumpersonen, ich habe an alles gedacht. So, wir brauchen noch einen Pumpkin. Und Eisenblöcke. So, und jetzt gehen wir noch einmal dahin. Ich weiß, ich könnte den Teleport einfach verwenden, aber ich weiß einfach zu voll, den noch zu bauen. Also, aufzubauen. So, folgendes. Wir werden jetzt hier das Ritual aufbauen. Das heißt, ich brauche wieder meine 4 Blöcke. Und die Truhen. 1, 2, 3, 4. 4. 4 und 4. Wir brauchen jetzt einen Kreis aus Redstone und String. Und dafür mache ich mir nochmal ganz kurz mal einen Tab auf, damit ich genau weiß, wie der aussehen muss. So. Also, es müsste so sein. Zack, 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 an der Truhe vorbei. Und dann hier endend. Und das gleiche. Ne, Moment. Wir machen das anders. Wir fangen mal mit Redstone an. Das können wir besser anschauen. So. Das geht jetzt hier bis zur Truhe. Bis hierhin. So, und auf der anderen Seite auch. Ich finde immer noch, das hier ist eines der schwierigsten Rituale in Minecraft. Also finde ich persönlich. Weil man nicht wirklich detailliert genau weiß, was man hier machen muss. Aber naja. Mittlerweile durch. Also wenn man nur ohne das Internet spielt, finde ich, dann kommt man nicht darauf, dass man hier diesen Kreis machen muss. So. Dann in die nördliche Truhe kommt das hier rein. So, einmal auffüllen. Und wir können das Ganze überprüfen. Muss das jetzt auch in der richtigen Stelle sein? Moment. Ne, das ist die falsche Truhe. Ach, das ist die westliche. Hier ist die nördliche. Hoppala. Ja. So. Dann in die östliche kommen die Potions rein. Das wäre diese hier. Gifts of Earth kommt in die nächste, das ist die im Süden. Zack. Und zu guter Letzt die Music Disc. Ich habe mir aber hier die Music Disc angehört, es ist trotzdem noch die Vanilla.
So, einmal kurz eine Karotte fressen. Sehr schön. Jetzt. Everything is prepared. Sacrifice one who would sacrifice himself. Damit ist nur, kann nur einer gemeint sein. Der gute alte Iron Golem habe ich jetzt gerade verkackt. Ich glaube ja. Ich habe den lange nicht mehr gebaut. Als ob ich jetzt ernsthaft nachgucken muss, wie ein Iron Golem geht. Ich hoffe, das war so. Was stimmt jetzt hier nicht? Machen wir mal hier. Hä? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen inkompetent. Es ist gerade echt ein bisschen peinlich. Minecraft-Wiki? Iron Golem. Ja, ich bin Minecraft-Pro, ich spiele das schon seit 10.000 Jahren. Ich hab das auf. Moment. Wollte jetzt nichts bauen, weil ich die Pumpkins zuletzt draufgesetzt habe. Aha. So, jetzt noch einmal. Ja, danke. Ich brauch mal kurz. Zack. So, erneut. The siege has begun. So. Hier spawnen jetzt immer wieder Monster. Und wir müssen jetzt in der Zeit 100 Monster besiegen. Wo sind die? Wo sind da. Sollte an für sich für uns gar kein Thema. Also, okay, wir dürfen die nicht mit dem Bogen besiegen. Sollte an für sich gar kein Thema sein. Kommt alle her. Ja, ihr kriegt alle aufs Maul. Hier, zack, zack. Zack. Hi. Hallo, Hexe. 29, alles gar kein Thema. Kriegen wir hin. Wohlgemerkt, alle Monster jetzt, die hier spawnen, haben den Haze-Buff. Hier haben wir noch ein paar. Zack. Hier müsste doch jetzt auch irgendwo noch was spawnen, oder? Ja, Sichi, hier, Pfirsich. Alles wird abgeschlachtet, wie sich das gehört. Boah, ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwie so eine Epic Battle Musik finde. Dankeschön! Das war die zweite nicht mit Epic Battle Musik, aber nehme ich an. Den werden wir nicht öffnen. Jo. And his name is John Dodge. Oder so ähnlich. So gut wie erledigt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es gibt noch einen kleinen Trick, wie man das sich nochmal erleichtern kann. Aber darauf hatte ich jetzt gar so wirklich null Bock. Erstens, weil wir das noch nicht machen können und zweitens, ich finde den was billig. The siege has ended.
Und wir haben das Pseudo-Inversion-Sigil. Junge, 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 Junge. Wie lange ging diese Folge jetzt? 10 Minuten. Sehr schön. Ja, das war's dann für heute. Das heißt im Klartext, wir können jetzt zurückgehen. Die lasse ich sogar hier die Truhe. Wir brauchen sogar da gar nicht. Hashtag verschwenderisch. Räumen einmal ein wenig auf. Ich schrotze jetzt einfach nochmal gerade rein. So, das Pseudo-Inversion-Sigil. Was können wir mit diesem machen? Unstable Ingots. Wieso können wir... Haben wir das Ganze jetzt gemacht? Wir nehmen Eisen. Moment, wir machen das erstmal so. So, wir nehmen jetzt hier das Siegel, Eisen und Dias. Oder andersrum. Mobius Unstable Stable Ingots. Nehmen wir uns einen Stack. Einfach ein paar von craften. Wir können jetzt Unstable Ingots machen, die einfach nie kaputt gehen. So, das heißt im Klartext, wir können jetzt mal hier ein bisschen claimen. Für das Invision Pseudo-Version Sigil, das Inversion Sigil. Für die Cursed Earth. Und die Unstable Ingots. So, das kann weg, das auch. Ui, 100er. Fangen wir erstmal mit dem kleinen Scheiß an. Ganz nett. Dann hier. Boah. Die 50er. Es ist nicht schlecht. Und jetzt bitte, 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 bitte. Mit. Okay, und jetzt bitte, 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 bitte. Wow. Ein Miners Ring. Da habe ich bis heute noch nicht herausgefunden, was er... Also, da gibt es einfach nur Haste. Ja, gut. Wir können ja nicht schnell genug abbauen. So. Was steht denn jetzt noch alles an? Ich würde sogar ganz ehrlich sagen... Wir machen jetzt mal hier... ein Rezept... für den Nether Star Generator. Ja, ich habe wieder falsch geschrieben. So. Wir brauchen einen Furnace, einen stinknormalen Vanilla. Und wir brauchen jetzt noch ein Rezept für den hier. Ich muss mal ganz kurz die Tür zu machen. Ganzen Tag alleine, Eltern kommen nach Hause. Nee. Auf jeden Fall. Dann, wir brauchen unser Siegel. Einen Eisenbarren und einen Diamant. Ich wollte schon sagen, ich habe jetzt nicht alle Diamanten aufgebraucht. Und dann machen wir ein Rezept für den hier. So, ganz wichtig, der Unstable Ingot Block werden wir noch hierfür brauchen. Das heißt ja, es ist schon mal gut, dass wir das gemacht haben. Das wird generell noch lustig, besonders die Ruhen. Da werden wir gucken, dass wir die automatisieren müssen. Aber naja. Wir gucken jetzt erst einmal hier rein. Zack. Zack. Und zack. Nether Star Generator. Werden wir jetzt aber noch nicht craften, weil uns fehlt noch die wichtigste Zutat, der Netherstar. So, für die Netherstar Seeds, wir brauchen immer noch erwähnten Draconium und Draconic Ore, Draconic Cores. Und wir müssen dafür immer noch zum Tier 8. So, wie weit sind wir? Ich habe auch schon die Tier 6 Rakete gebaut. Haben wir noch Launchpad da, aber das Falsche. Weißt du, was ich jetzt mal mache?
Zack. Und zack. Ich bin jetzt leid, das Ganze einmal zu craften. Ich bin jetzt faul. Launchpad 25. So. Ich bin mal gespannt, wie diese Rakete jetzt aussehen wird. Ich finde die werden echt mal von Mal zu Mal geiler. Das gibst du mir bitte wieder. Das gibst du mir bitte wieder. Wieso steht hier eigentlich eine Fackel? Die muss doch bestimmt noch einen Punkt weiter rüber. Und zwar hier. Alter, die sieht geil aus. Irgendwas sagt mir, die neuen Raketen werden doch besser. Das leidige Thema wieder. Uns fehlt der Saft. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Eimer dabei. Ich glaube, wir werden einfach mal gucken, dass wir in der nächsten Folge, also jetzt nicht in der Folge, die jetzt als nächstes rankommt. Oder? Doch, wir machen sie in der nächsten Folge. Entscheid dich mal, du Spago! Werden wir gucken, dass wir Tesserakte machen können. Das war das Wort, mir fiel der Name nicht ein. Damit wir auch mal hier besser mit der Energie verteilen können. So, wir machen jetzt aber nochmal, wir haben kaum noch Dislocator. So, zack. So. Zack. Drei Stück. Reicht jetzt erstmal. Heimweg haben wir. So, wie sieht das hier aus? Ein kleines bisschen müssen wir noch warten. Die können wir einfach mal hier rumsitzen und verplaudern. So. Wir können es einfach so machen. Was kriegen wir auf dem Tier 7? Was müssen wir da farmen? Oh Gott, Crystal. Crystal brauchen wir, glaube ich, auch noch für andere Sachen. Vielleicht für Crystal Meth? Immer mit dem Offensichtlichen ankommen, dann fängt irgendeiner an zu lachen. Ich hatte irgendwie ein. Nee, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wie das war. Wir haben hier die Crystal. Die Crystal Crystals, genau. Die haben wir für Infinite Oxygen. Für den. Und für den Air-Kompressor gebraucht. Ja. Werden wir auf jeden Fall noch dazu kommen. So. Wir haben voll. Wir können starten. Mal gucken, wie schnell wir dieses Mal ins Feld geschossen werden. Irgendwas habe ich das Gefühl, bei der letzten Rakete wird es irgendwie so. Sind da. Ich habe mich aber gerade eben ein bisschen verarscht gefühlt vom Eisengolem. Ich dachte schon, komm, du, wie lange spielst du jetzt Minecraft? 7 Jahre? 8? Da wirst du doch einen motherfucking Eisengolem hingeschissen bekommen. Yeah. Ja, die ist schon schnell. Ist schon schnell, muss ich sagen. So, und wir können jetzt zum Uranus. Und Neptun war, glaube ich, unser Ziel. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie es auf dem Uranus hier aussieht. Ah, ich erinnere mich, das war der komplett weiße, ne? Jo. Einmal ganz kurz hier was aufräumen.
Rakete 9 Schwert rausgenommen. So, was haben wir hier? Frozen Water. Stimmt, das war. Das sollte Eis darstellen. So, dann wie immer hier unsere kleine Base. So. Wir brauchen ja nicht wirklich viel an Platz hier. Wir wollen jetzt hier nicht wirklich große Basen aufbauen. Die kommen halt hier rein. So. Sehr schön. Zurück kommen wir. Hier ist leer. Hier rotze ich einmal kurz rein. Das war ein bisschen sehr viel, was ich reingerotzt habe. Das nehme ich raus. Das und das. So, jetzt habe ich glaube ich kein Def 0 dabei. Das sieht schwer danach aus. Und wo ist mein Dislocator? Habe ich den jetzt auch hier reingerotzt? Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann die Rakete zum Neptun fertig. Oder, nee, die mache ich auch schon noch fertig, aber wir fliegen dann in der nächsten Folge zum Neptun. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.